Vers 55. Ich verehre den urersten Herrn Govinda. Diejenigen, die über ihn mit verschiedenen Gefühlen meditieren, mit Zorn, leidenschaftlicher Liebe, natürlicher freundschaftlicher Zuneigung, Furcht, elterlicher Liebe, Verwirrung, Ehrfurcht und willigem Dienst, erlangen körperliche Formen, die der Natur ihrer Kontemplation entsprechen. Erläuterung: Bhakti wird in zwei Kategorien unterteilt. Erstens Hingabe nach Vorschriften und zweitens Hingabe aus natürlicher Zuneigung. Die erste Art von Bhakti wird erweckt, indem man mit einer Spur von Vertrauensglauben den Regeln der Shastras und den Lehren der Meister folgt. Solche Bhakti zeichnet sich dadurch aus, dass man sich ergeben an die in den Schriften niedergelegten Weisungen hält. Über diese Stufe der Hingabe kann man nicht hinauskommen, solange kein natürliches Gefühl der Zuneigung erwacht. Wenn jemand Krishna aus natürlicher Neigung liebt, so spricht man von Raga, was nichts anderes ist als der starke Wunsch zu dienen, der später zu Bhava wird, das heißt zu echtem Gefühl. Wenn Bhava erwacht, wird der Geweihte zum Empfänger von Krishnas Barmherzigkeit. Es dauert in der Regel recht lange, bis man diese Stufe erreicht. Hingabe aus natürlicher Zuneigung ist höher einzustufen als Hingabe nach den Anweisungen der Schriften. Sie entwickelt sich bald zu verwirklichter Hingabe und wirkt auf Krishna anziehend. Die verschiedenen Formen solcher Hingabe werden in diesem Shloka beschrieben. Shantabhav, eine passive Haltung, voller Achtung vor der höher gestellten Person. Dasyabhav, eine dienende Haltung, voller Bereitschaft, die Anordnungen der verehrenden Person auszuführen. Sakyabhav, natürliche freundschaftliche Zuneigung. Vatsalyabhav, elterliche Liebe. Und Madhuryabhav, konjugale, in Klammer romantische Liebe. All diese Formen der Hingabe gehören zur Kategorie der spontanen Zuneigung. Zorn, Furcht und Verwirrung, obwohl spontan, sind nicht Hingabe im eigentlichen Sinne, weil sie der Bezugsperson nicht freundlich, sondern feindlich gesinnt sind. Zorn findet man bei Asuras wie Shishupala, Furcht bei Kamsa und Verwirrung bei den Panditas, Gelehrten der pantheistischen Schule. Diese Gefühle sind durch vollständige Selbstvergessenheit und Identifizierung mit dem unterschiedlosen Brahman gekennzeichnet. Doch da die Haltung gegenüber dem Objekt der Hingabe nicht wohlwollend ist, gibt es in ihnen keine Bhakti. Unter den Gefühlen Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya wird Shanta, obwohl Raga dort nur verschwommen und latent existiert, dennoch als Bhakti bewertet, weil ein gewisses Wohlwollen vorhanden ist. In den vier anderen Emotionsarten gibt es eine wahre Flut von Raga. In der Gita spricht Krishna: Ye yatha mam prapadyante tams tadeva bhajami aham. Ich belohne jeden gemäß seiner Hingabe. Hieraus kann man schließen, dass diejenigen, die von Gefühlen der Furcht, des Zorns und der Verwirrung beherrscht werden, Sayujya Mukti, verschmelzen mit dem Absoluten erreichen. Die Shantas erlangen eine körperliche Form, die dazu geeignet und geneigt ist, über das Brahman
und den Paramatma zu meditieren. Die Geweihten in Dasya und Sakyabhav bekommen einen Körper, der sich je nach Eignungsgrad durch männliche oder weibliche Wesensmerkmale auszeichnet. Die Vatsalya-Gruppe von Verehrern erlangt eine körperliche Form, die väterliche oder mütterliche Gefühle entspricht. Die innigen Geliebten Krishnas erlangen die reine Form einer Gopi, einer spirituellen Milchmagd in Vraja.